Herauskommen sollte es nie. Gustav Gerst und seine große Geste für Frankfurt. Wenig ist über Gustav Gerst aus Bamberg bekannt. Wir wissen, dass er am 15. August 1871 zur Welt kam und später in die Warenhausfamilie Tietz einheiratete und dort im Tietz-Unternehmen Karriere machte. 1919 zog er mit seiner Frau Ella nach Frankfurt. Das jüdische Ehepaar war hier angesehen, erfolgreich und sie förderten in der Stadt mit großzügigen Spenden. Gustav Gerst, der wurde zum Ehrenbürger der Goethe-Universität und noch zu Lebzeiten wird nach beiden ein Weg benannt, der Gerstweg im Stadtwald. 1931 spendete Gustav Gerst dann 28.000 Reichsmark für die Errichtung des Goethe-Turms. Aber es gab Bedingungen. Nie sollte herauskommen, dass er den Turm spendete und dieser sollte für alle jederzeit kostenlos zu besteigen sein. Letzteres gilt bis heute. Die NS-Machtübernahme 1933, die traf die Gersts hart. Die Kaufhäuser wurden arisiert, ihr Haus in Niederrad enteignet und auch ihre Kunstsammlung mussten sie teils ohne Entschädigung abgeben. 1939 floh das Ehepaar Gerst gerade noch so nach Schweden. Und von dort schaffen sie es 1946 nach New York. Dort verstarb Gustav Gerst, gezeichnet von einer schweren Krebskrankheit, am 14. März 1948 im Alter von 76 Jahren. Danach wurde dann seine große Spende zur Errichtung des Goethe-Turms durch den Oberbürgermeister Walter Kolb bekannt, der an den für Frankfurt so bedeutenden Gerst erinnern wollte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.